Hallo Leute, Sekunde. Geht klar los, Sekunde. So. Also, das habe ich mir bei 3% Zeit gelassen. Von den Videos, die ich so zwischendurch hochgeladen habe. Grund habe ich auch genannt. Natürlich habe ich erstmal eine Weile nachgedacht. Ich habe mich ja jetzt schon mehrmals zum Thema die gefährlichen Bestandteile im Islam geäußert und wie gesagt, auch schon vor Monaten andere Videos hochgeladen, also von irgendwelchen Sendungen, die man früher noch ungestraft, unzensiert im öffentlich-rechtlichen Fernsehen schauen konnte, wo das Thema, also wir wissen ja alle, was im Islam, also zumindest gehe ich davon aus, die meisten wissen es, oder wir wissen es eigentlich alle, aber viele haben halt Scheuklappen vor den Augen oder träumen vor sich hin, also lassen sich halt verarschen, lassen sich ablenken. Wir wissen ja eigentlich, theoretisch gehe ich mal davon aus, wer nicht wirklich strunzdumm ist und blind und taub, was im Islam falsch läuft. Und da habe ich auch bereits vor Monaten, also wo ich jetzt wieder angefangen habe bei YouTube, mich mehr zu beteiligen, mich mehr aktiv selber einzubringen, immer wieder Sachen hochgeladen und gepostet zu dem Thema und auch darauf aufmerksam gemacht, also gerade in den späteren Videos, wo die Zuschaueranzahl und die Abonnentenanzahl gestiegen ist. Und habe auch darum gebeten, bringt euch mehr ein, schreibt Kommentare. Also gerade zu diesem Thema, weil es wirklich wichtig ist, also nicht nur mir wichtig ist, mir am Herzen liegt, sondern für uns alle. Also seid ihr, die am meisten davon betroffen sind, also im Unterschied zu mir, ich habe es schon mehrmals erwähnt, Familie verloren, also niemanden mehr da, keine Angehörigen mehr. Seid ihr, beziehungsweise in dem Fall, wenn ihr eine eigene Familie habt oder immer noch eine Familie, die am Leben ist, aus der ihr kommt, eure Eltern, also in dem Fall eure Mütter, oder wenn die auch noch alle am Leben sind, eure Schwestern, also Geschwister, oder wenn ihr selber Kinder habt, eure Kinder und da halt vor allem natürlich weibliche Kinder, also Töchter, wo nichts ist passiert. Also mittlerweile ist schon wieder fast eine ganze Woche vergangen. Das habe ich vergangene Woche Donnerstag gemacht, also das letzte wirklich wichtige Video. Es wurde auch mehr angeschaut als andere zu dem Thema, aber ich habe weder wirklich in der Richtung vernünftige Kommentare erhalten. Obwohl, ich weiß ja selber, ja, es werden auch viele Kommentare von YouTube zensiert und dementsprechend macht es auch gar keinen Spaß mehr, irgendwas zu schreiben. Ich habe das selber jetzt schon x-mal durch, also wenn man irgendwas schreibt, teilweise geht es verloren oder am nächsten Tag ist es verschwunden, wissen wir ja natürlich nie, ist es wirklich von YouTube nur gelöscht worden oder von da, wo man es geschrieben hat. Ja, Moment, ich mache mir gleich die Kippe an. Aber wie gesagt, ich habe ja auch andere Videos zu dem Thema hochgeladen, also gerade das Thema Frauenunterdrückung im Islam. Und überhaupt über das Thema informiert, auch über Mohammed als Person alleine informiert, habe ich ja bereits vor Monaten. Das Einzige, was euch wirklich interessiert, und deswegen habe ich ja auch mal etwas deftiger gesprochen, das war Videos wie jetzt zum Beispiel zum Untergang der Kursk, also was am meisten angesehen wird, oder hier Politbüro privat, also Thema DDR, kommen halt irgendwelche Kommentare, also wo man die heutige Bundesregierung oder generell Regierung der BRD mit der Regierung der ehemaligen DDR vergleicht, also hier einseitige Hetzpropaganda, also dass nur über die DDR schlecht geredet wird, dass damit nur von sich abgelegt wird, stimmt ja auch irgendwo, oder halt beim Thema auf Kurs, dass die sich mehr oder weniger mit auf diesen Russland-Ukraine-Konflikt beziehen und halt generell irgendwo, man kann, wie sagt man, eine Russen-Hetze durchlesen, die euch jetzt wieder von der aktuellen Regierung aufgrund dieses Russlands-Ukraine-Konflikt in den Kopf gesetzt worden ist. Und da frage ich mich wirklich, wie dumm manche Leute sein können. Dieselbe SPD, habe ich jetzt schon x-mal darauf hingewiesen, hat vorher noch Putin hofiert, Schröder selber
damals Kanzler von 98 bis 2005, SPD, hat Putin noch als lupenreinen Demokraten bezeichnet. Wissen wir heute noch, die arbeiten zusammen, also da ist ein wunderbares Verhältnis. Ebenso hat Merkel mit Erdogan in den Konsorten zusammengearbeitet. Denen habt ihr das auch zu verdanken, also in dem Fall SPD, hier doppelte Staatsbürgerschaft, dass damals überhaupt in Deutschland Wahlkampf für Erdogan gemacht werden konnte, dass es hier irgendwelche Idioten gab in meinen Augen. Also Sprichwort Türken dann in dem Fall. Durch die doppelte Staatsbürgerschaft, die haben schon teilweise seit Jahrzehnten hier gelebt. Also was damals in den 50er, 60er Jahren damals noch der Bundesrepublik Deutschland gekommen ist als sogenannte Gastarbeiter. Man hat geglaubt, die wären demokratisch angepasst. Also mittlerweile lebt davon die zweite, dritte, vierte Generation hier. Was war? Kam hat Erdogan nach und nach die Türkei, die ursprünglich mal ein christliches Land war, die eigentlich mal auf dem besten Weg war, ein demokratisches Land zu werden, demokratischer Staat zu werden, wird dann die Steinzeit zurückkatapultiert, waren die wieder voll auf Linie. Deswegen habe ich ein Beispiel genannt, also hier gerade, wo ich dann diese Ahmadiyya-Gemeinde, Moschee in Erfurt-Marbach hier bei mir in der Nähe besucht habe. Also, was heißt bei mir in der Nähe? Von da, wo ich halt losgelaufen bin, ich habe ja gesagt, also, es wäre möglich. Ich tue, wie sagt man, möglicherweise eine falsche Fährte legen. Also nicht jetzt von mir bei mir in der Nähe, sondern ich habe hier mal gewohnt, habe ich auch ein Video hochgeladen. 30 Jahre lang habe ich in der Hanauer Straße gewohnt. Also von meiner Geburt von 1973 bis 2003. Also ziemlich lange, 3 Jahrzehnte, 30 Jahre. Deswegen sage ich halt immer noch bei mir in der Nähe. Weil natürlich kenne ich dadurch die Gegend hier immer noch wie meine Westentasche, also komplett alles auf dem Kopf. Und Erfurt-Marbach ist ja nicht so weit weg und da ist halt diese Ahmadiyya-Gemeinde-Moschee. Ich habe auch hingewiesen, es gab bereits eine Moschee in Erfurt. Hier in der Tromsdorfstraße, die ist halt nicht so wie die neue Moschee ganz offen zu erkennen. Also die ist in der Hinterhaus, da ist kein Minarett oder irgendwas. Davon wissen anscheinend die meisten Erfurter ja auch nichts. Also was mich immer wieder überrascht. Worum es mir ging, war Thema dieses Videos. Ich werde da noch näher drauf eingehen. Ich habe versucht, zum Thema Gefahren im Islam, ich sage mit Absicht nicht, wie es andere machen, wie auch Michael Sturzenberger, politischer Islam oder Islamismus, wie es gerne, genau wie Rechtsextremismus, wie es gerne von irgendwelchen Angepassten, also die im Endeffekt auch vom Islam kuschen, von irgendwelchen Angepassten so dargestellt wird, dass es nur Einzelfälle wären, also irgendwelche geisteskranken Terroristen, die den Islam missverstehen und den Koran missverstehen. Nein, es gibt keinen politischen Islam oder es gibt keinen Islamismus, es ist in Wahrheit Islam. Und es kann natürlich gefährlich ausgelegt werden, aber die Ursache ist, die Grundstruktur ist, dass es bereits im Koran drin steht, dass die Geschichte des Islams seit 1400 Jahren genauso verfährt. Seit der Ausbreitung, also seit Mohammed, seit 632, wo der Islam aus Saudi-Arabien raus ist, über 55 Länder eingenommen. Also hier von wegen Verteidigung am Arsch. Habe ich schon mal erklärt, das ist alles nur Schwachsinn, lasst euch da keinen Müll erzählen. Der Islam hat 1400 Jahre lang sich durch ein Land nach dem anderen durchgepflügt, mittlerweile 55 Länder, die meisten davon ehemals christliche Länder, wie unter anderem auch die Türkei, Teil des damals römischen Weltreichs, also später das oströmische Weltreich, das oströmische Reich und das weströmische Reich, also in dem Fall das oströmische Reich. Also ursprünglich Konstantinopel, die Hauptstadt, später Byzanz, das byzantinische Reich. Irgendwann kam halt der Islam hier, heute ist es Istanbul. Ankara ist die Hauptstadt der Türkei, Istanbul, ich dachte erst die Hauptstadt, also die bekannteste Stadt in der Türkei. Ich dachte erst die Hauptstadt, in Wahrheit ist ja die Hauptstadt Ankara von der Türkei. Aber aus Konstantinopel, also ehemals oströmisches Reich, wo dann das römische Weltreich am Ende seiner Macht in zwei Teile zerfallen ist, war es Konstantinopel, dann war es Byzanz und jetzt ist es halt Istanbul. Und so ging das immer weiter in 1400 Jahren. Raub, Mord, Vergewaltigung. 270 Millionen Tote. Und ihr habt, und
Das ist genau das, was mich ankreuzt. Ihr habt immer noch diesen scheiß Russland-Ukraine-Konflikt im Augenblick in der Birne. Ihr lasst euch weiterhin noch über den Medien verarschen. Dieses Thema, was ich angesprochen habe, was auch schon andere angesprochen haben, das ist nicht nur seit Jahrzehnten bekannt, das ist im Grunde, wie ich das gerade nochmal deutlich gemacht habe, 1400 Jahre, seit Jahrhunderten bekannt. Und ihr lasst euch damit auch von der Politik, von der aktuellen Tagespolitik, lasst euch damit auch mit dem Russland-Ukraine-Konflikt irgendwo verarschen und schön ablenken. Damals hat man es mit Corona und so weiter abgemacht. Da guckt ihr nicht hin, das ignoriert ihr komplett. Und dabei betrifft euch das Tag für Tag. Schwerpunkt eure Frauen, sprich eure Mütter, eure Schwestern, eure Töchter, wenn ihr Kinder haben solltet, auch weibliche Kinder. Ja, ich habe mich nicht aufgeregt, aber ich muss halt mal etwas deutlicher werden, anders geht es ja offensichtlich nicht. Es ist auf jeden Fall nichts, was man ignorieren kann. Ich rede jetzt nur von den Leuten, die immer noch schlafen oder feige irgendwo in der Ecke stehen. Es gibt die Möglichkeit, sich zu informieren. Das werde ich auch jetzt in diesem Video tun. Also tut mir leid für die etwas längere Einleitung. Mittlerweile haben wir schon wieder 11 Minuten. Etwas über 11 Minuten. Es gibt die Möglichkeit, den Koran zu lesen. Der ist im Unterschied zu Mein Kampf. Also beide Bücher sind eigentlich brandgefährlich, aber der Koran ist ganz frei zu erwerben. Oder auch im Internet. Man kann sie gar vorlesen lassen, wenn man wirklich irgendwo Schwierigkeiten hat, mit selber zu lesen. Also Übersetzung dann natürlich auf Deutsch. Ich habe ja wie gesagt hier auch eine, zeige ich gleich, Moment. Hier ist die Bibel übrigens, also ich zeige es gleich nochmal, hier ist der Koran. Hier steht es ja auch. Das ist offiziell von Saudi-Arabien genehmigt, diese Koranübersetzung hier von der Universität in Mekka oder Medina. Das ist dasselbe Koran. Exemplar, was auch Michael Sturzberger verwendet. Ja, ich habe es ja erklärt. Von hinten nach vorne muss es abgeblättert werden, also nicht normale Bücher, wir kennen es ja, normale Bücher von uns fangen sie so an. Koran fängt natürlich so rum an, also von hinten nach vorne. Ja, man sieht es ja auch. Wenn ich es jetzt normal aufblättere, wie wir es beim deutschen Buch kennen, leer. Also erste Seite. Tue ich es rückwärts aufblättern. Moment, das Seite ist natürlich leer. Das ist wahrscheinlich das Siegel gewesen oder was. Hier steht es wahrscheinlich auf Arabisch. Also hier. Und hier steht es auch nochmal. Also man muss es rückwärts aufblättern. Aus der, wenn man es so lesen würde. Moment. Ich will ja nicht, dass Asche hier reinkommt, damit das Buch jetzt nicht heilig ist. Aber wie gesagt, die Bibel ebenfalls nicht. Auf der linken Seite, wenn man es lesen würde, ist deutsche Übersetzung, rechts ist der original arabische Text hier. Hier wäre die deutsche Übersetzung, hier wäre das Original. Und auch für Leute, die entweder nur Arabisch lesen und sprechen können und schreiben können oder halt Leute, die beides können, Deutsch und Arabisch. Hier war die Bibel. Und ja, hier steht sie. Bibel. Hier ist ja klar, also Kreuz. Ja, ich habe hier beide Bücher zusammen, hier, die berühren sich. Es sind Bücher, es sind keine Heiligtümer. Also ihr macht ja aus diesem Scheißkoran, macht ihr, also ihr Moslems, ich rede jetzt von den idiotischen Moslems, von den fanatischen Moslems, ihr macht da ein Gewese drum, also genau wie hier früher Christen mit der Bibel, mit der Heiligen Schrift, mit der sogenannten Heiligen Schrift. Das sind Bücher. Es ist kein Klumpen Gold oder irgendwas, was von mir gefallen ist. Ich werde Folgendes tun. Jetzt bin ich mit etwas rausgekommen und irgendwie bin ich auch nicht mehr so gut vorbereitet, aber wie gesagt, mich kreuzt das Thema selber an, also nicht jetzt, dass ich keine Lust mehr habe, sondern wirklich, dass es im Grunde ihr sogar nicht wert seid, darauf wollte ich ja hinaus. Also ich rede jetzt nicht von allen Zuschauern. Ich rede jetzt wirklich von den Feiglingen, die sich immer noch daheim irgendwo in der Ecke verstecken,
die zwar klotzen, aber nicht auf die Reihe kriegen, was zu schreiben, die auch bei solchen Veranstaltungen, wenn über den Koran abgeklärt wird und über die Gefahren informiert wird, sich nicht blicken lassen, aber übelst schreiben. Deswegen habe ich mich ja vergangene Woche so aufgeregt hier. Hocken daheim, scheißen sich in die Hose, flüchten sich selber in den religiösen Wahn hier. Ja, ich bete jeden Tag für sie. Möge Gott mit ihnen sein. Oder noch die ganz geisteskrank, die ganz kaputten, die den Mist noch im Ernst verteidigen oder in Schutz nehmen. Man braucht ja wirklich nur mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Also man sieht jeden Tag, was los ist. Die Geschichte ist 1400 Jahre bekannt. Und ihr habt immer noch die Ruhe weg. Ich werde Folgendes tun. Ja, tut mir leid, das ist nur bei einer Viertelstunde Einleitung. Vielleicht tue ich das dann nochmal teilen hier. Ich habe hier ungefähr 15 Minuten. Und mache dann das Eigentliche, was ich vorhabe, im nächsten Video. Und das hier wird nur, wie gesagt, mal ein Vorbereitungsvideo. Ich werde aus dem Koran vorlesen. Erstmal hier auf meinem Monitor. Also die bestimmten gefährlichen Stellen. Dann aber natürlich, damit mir keiner unterstellt, ich habe hier irgendwas gefälscht oder gelogen, aber das gibt ja wie gesagt ohnehin irgendwelche Moslems, die dann mit der Lügen besprechen wegen der Kia. Dann kann ich aber gerne nochmal diese gefährlichen Stellen, die ich da vorlesen werde. Sekunde. Hier im Koran nachschlagen und auch gerne die Kamera halten, als du weißt. Und ich habe es eben schon mal erklärt. Es ist aus Saudi-Arabien von der Universität in Mekka über Medina die offiziell genehmigte Übersetzung. Hier sowohl die deutsche Text als auch hier mit der arabischen Originalschrift hier, also wie es original im Arabischen im Koran vorkommen wird. Es ist Schwachsinn hier irgendwelche Märchen zu erzählen, von wegen, man kann es nicht übersetzen. Das ist eine Sprache wie jeder andere, auch Arabisch. Er wird ja weltweit übersetzt. Es gibt ja weltweit Muslime. Es gibt ja, wie gesagt, nicht nur Moslems, die Arabisch sprechen. Ihr lasst euch verarschen, das ist der Kia, was ihr macht. Ich werde die gefährlichen Stellen hier auf dem Monitor lesen. Welche Tüte kann man auf dem Monitor richten? Ich könnte später auf hier nachschlagen. Natürlich lese ich den hier nochmal vor. Ich komme jetzt gleich darauf zurück, wie ich das meine. Du kannst auch die Kamera halten als Beweis. Und wer es denn immer noch nicht glaubt, tut mir leid, also dann seid ihr wirklich rotzbekloppt. Wie kann man sich dermaßen verarschen lassen? Der Scheiß geht seit 1400 Jahren ab und ihr habt immer noch irgendwo Tomaten auf dem Haufen. So dumm kann kein Mensch sein. So, Koran, die Gefahr sitzt euch. Ich habe es schon mehrmals erwähnt, deswegen reg ich mich da gar nicht mehr weiter drüber auf, wenn ich jetzt lauter werde und etwas ungnädiger werde und ausdrucksweise. Die Gefahr, die vom Islam ausgeht, und ich sage es nochmal, das ist Schwachsinn im Grunde, was hier erzählt wird, politischer Islam, Islamismus, Islam ist Islam. Ja, sowohl eine religiöse Komponente als auch eine, die sich in die Weltpolitik einmischen will. Die Gefahr ist seit 1400 Jahren bekannt. Es gibt zig Beispiele. Es gibt 55, über 55 besetzte Länder vom Islam. Es gibt 270 Millionen Todesopfer. Es gibt weltweit Hass gegen Juden, es gibt weltweit Hass gegen Homosexuelle, Hass gegen Frauen, Frauenunterdrückung oder ungerechte Behandlung von Frauen, Morde an Juden, Morde an Homosexuellen. Ihr habt immer noch die Ruhe weg. Ihr lasst euch davon irgendwelchen Russland-Ukraine-Scheiß im Augenblick hier komplett verarschen. Damals habt ihr euch von Corona verarschen lassen. Und der Witz ist, wie gesagt, vor denselben Idioten, die damals schon mit dem Islam paktiert haben. Also vor Merkel, vor 2015, bevor es richtig gefährlich geworden ist, den ihr auch diese doppelte Staatsbürgerschaft zu verdanken habt, wo hier in Deutschland irgendwelche Leute, die mittlerweile seit den 60er Jahren hier gearbeitet haben, hier gewohnt und gelebt haben, wo die dann noch Erdogan gewählt haben. Also wo man geglaubt hat, das wären mittlerweile Moslems, die haben sich an die Demokratie angepasst, haben sie ja auch in gewisser Weise, ist ja wie gesagt schon mittlerweile die dritte Platte. Generation. Kaum war Erdogan an der Macht und hat die Türkei, ehemals christliches Land, ehemals demokratischer Staat, wieder in die islamische Steinzeit zurückkatapultiert, waren die wieder voll auf Linie.
haben hier sogar gewählt, über 60%, soweit mir bekannt ist. Deswegen konnten überhaupt mit diesen geisteskranken Wichser Erdogan, der im Grunde sich nicht anders verhält als der geisteskranke Wichser vor ein paar 1400 Jahren, Mohammed, pervers, gestört, kriegsgeil, menschenverachtend. Deswegen konnten die für so einen Arschloch hier noch, also seine Leute, die heute noch teilweise für Erdogan arbeiten, hier mit den Strippen im Hintergrund mitziehen, in der Politik hier mitmischen, in irgendwelchen einflussreichen Verbänden mitmischen. Deswegen konnten die damals für den hier in Deutschland Wahlkampf betreiben. Diese doppelte Staatsbürgerschaft habt ihr der Regierung Schröder, SPD, zu verdanken. Derselben SPD, die im Augenblick an der Macht ist. Und dieser Schröder, Bundeskanzler Gerhard Schröder, hat damals Putin als lupenreinen Demokraten bezeichnet. Da haben sie mit Putin noch zusammengearbeitet. Heute wird euch verkauft, nach dem Motto, Russland, Putin, es könnte der dritte Weltkrieg entstehen, es geht eine riesen Gefahr aus. Damit wird wieder von der Gefahr vom Islam abgelenkt und die ist viel älter. Die ist, wie gesagt, 1400 Jahre schon bekannt. Die Beispiele kann man gar nicht alle aufzählen. Da werde ich in 3 Tagen noch hier sitzen, würde alles aufzählen. Und ich habe schon vieles davon aufgezählt und deutlich gemacht. Und ihr könnt es auch selber nachlesen. Ich habe mir das nicht irgendwo eingeredet oder eingebildet. Jetzt sind wir schon bei 21 Minuten. Also ich werde jetzt kriegerische Verse aus dem Koran vorlesen. Jetzt habe ich mir einen Spaß erlaubt. Oder besser überlegt. Moment, ich warte mal ein. Also wie gesagt, ich hätte dann hier einen Islam, einen Koran da, hier wie gesagt Bibel. Und ja, hier sind Bücher, hier die berühren sich, der Koran. Und dann gebe ich für euch Moslems hier die schmutzige, verwälschte Bibel. Es ist Schwachsinn, also hier da irgendwo ein Heiligtum draus zu machen als Koran. Das ist ein Buch wie jedes andere, das ist ein Buch wie jedes andere, hier die Bibel. Man kann alles übertreiben, ja, aber das sind halt religiös Gehirn gewaschen, die so eine Scheiße. Weil hier wurde ja auch von Menschen einiges verfälscht und durcheinander gemacht, genau wie hier schon allein durch Mohammed, also im Koran. Die Ideenrotz hier, wie sagt man, eine heilige Reliquie war, ja. Da muss man wirklich religiös verbohrt und total Gehirn gewaschen sein. Ja, ich rede jetzt ein bisschen anders als beim letzten Video, kann auch sein. Ich habe, wie gesagt, mich geärgert, weil ich merke, wie dumm wirklich viele sind. Lassen sich damit da jetzt vom Russland-Ukraine-Konflikt beeinflussen. Ich werde Folgendes tun. Ich werde die gefährlichen Bestandteile im Koran vorlesen, die gefährlichen Kapitel und Stellen. Da aber Mohammed teilweise genauso verehrt wird wie ein Adolf Hitler, ein geisteskranker, verrückter, judenhassender Adolf Hitler, genau wie Mohammed einer war. Und sich sogar Parallelen in der Herkunft finden lassen, bei Hitler halt, dass möglicherweise einer seiner Großväter Jude war, also dass Hitler selber möglicherweise halb Jude war, laut Definition später Nürnberger Rassengesetz, sogenannte Frankenberger oder Frankenreiter-These, also dass die Großmutter von Adolf Hitler möglicherweise von einem Juden geschwängert worden ist, also der Erzeuger von Adolf Hitler, seinem Vater. Und dementsprechend wäre Hitler dann automatisch nur halb Jude gewesen, weil umgedreht, Hitler wäre dann Vierteljude gewesen. Der Vater wäre Halbjude gewesen, so. Ja, deutsche Großmutter Maria Anna Schickelgruber, also die Großmutter von Adolf Hitler, Alois Hitler, angenommen der Vater wäre ein Jude gewesen, Frankenreiter, Frankenberger These, der Erzeuger von Adolf Hitler, seinem Vater, Alois Hitler Halbjude und dementsprechend, wenn Alois Hitler dann mit Clara Pölzl, mit seiner Nichte, nicht oder Cousine, überlege ich gerade kurz. Also bei Hitler ist ja klar, die nicht hier Gili, aber was nicht oder wohl aber Cousine, auf jeden Fall waren ziemlich nah miteinander verwandt, also die Eltern von Adolf Hitler. Wäre Adolf Hitler Vierteljude gewesen, bei Mohammed liegt es noch deutlich auf der Hand. Die Gegend, wo Mohammed herkam, wo er geboren ist, wo er abgewachsen ist, die war ursprünglich von Juden bevölkert. Das heißt, dass im Unterschied zu Adolf Hitler, der dann ein Vierteljude gewesen wäre, laut Definition der Nürnberger Rassengesetze, dass Mohammed theoretisch Volljude war, weil ja bereits seine Großeltern dann Juden gewesen sein müssen und auch seine eigenen Eltern. Und wir wissen es ja selber, am Anfang hat Mohammed Juden bekehrt, also spricht noch deutlicher dafür, dass Mohammed wahrscheinlich selber Jude war. Die Parallelen hier, Schächten oder Beschneidungen, die sowohl im Islam als auch im jüdischen Glauben vorkommen.
Deswegen habe ich mir was überlegt. Es werden ja beide verehrt, sowohl Hitler als auch Mohammed. Und bei beiden ist einiges fragwürdig. Ich werde diese Texte vorlesen, aber dann natürlich mit verstellter Stimme, dass ich versuche, so zu sprechen wie Adolf Hitler. Okay? Ja, tut mir leid, das sind wir bei 25 Minuten. Vielleicht schneide ich es dann nochmal und tut das alles, was ich erzähle, dann erst machen. Also angenommen, ich mache das ab hier. 25, Moment, 25, genau jetzt auf hier, 25, 25 im Video. Ich lese die gefährlichen Stellen aus dem Koran vor. Später kann ich es eher mit meinem eigenen Koran nochmal zeigen, als du weißt, dass ich mir das nicht ausgedacht habe oder das hier falsch wäre. Auch wenn es, wie gesagt, Moslems gibt, die behaupten, beides wäre verfälscht. Also sowohl das, was ich hier im Monitor jetzt vorlese, als auch das hier, was in der deutschen Übersetzung steht, obwohl das die Koranübersetzung ist, die offiziell von Saudi-Arabien genehmigt worden ist, von der Universität in Mekka oder Medina. Aber ich werde es halt mit verstellter Stimme machen, wie Adolf Hitler. Ich habe schon eine Weile nicht mehr mit Hitler, wie Hitler gesprochen. Ich hoffe, ich kriege es hin. So eine Sekunde, gleich geht's los. Ich mache jetzt mal die Kamera jetzt auf meinem Monitor. Moment. Hier ist übrigens euer scheiß Koran hier. Also, das werde ich dann als Bild nehmen, als Thumbnail. Also, hier steht es ja, wenn man es lesen kann. Moment, ich muss gucken, wie die Kamera das genau drauf hat. Ja, Kampfbefehle im Islam, also im Koran. So, Sekunde, gleich geht's los. Ich muss kurz wieder, ich habe eine Weile nicht mehr wie Hitler jetzt gesprochen. Man spricht ja normalerweise nicht jeden Tag wie Hitler. Ich muss kurz ein bisschen, ich sag mal, erst reinkommen. Ich lese erstmal hier diesen Text vor und dann erst lese ich die eigentlichen Koransuren vor. Vorher trinke ich noch mal einen Schluck. Achtung, Moment. Nach jedem Islam-Terroranschlag betonen Politiker und Journalisten immer wieder, der Islam sei eine friedliche Religion. Und die im Namen des Islam verübte Gewalt weltweit habe nichts mit dem Islam zu tun. Liest man jedoch den Koran und betrachtet die islamische Geschichte, stellt man fest, dass radikale Muslime im Grunde nur ausführen, was der Koran vorschreibt. Denn es finden sich zahlreiche Kampfbefehle im Islam. Anbei einer zusammengefassten Version der Kampfbefehle im Koran. Ja, es ging doch also. Man verlernt diese Sprache nie, so zu sprechen. Macht ja auch irgendwo Spaß. So, Moment, gleich geht's los. Also, ich lese das aus dem Koran vor. Die gefährlichen Stellen. Einige davon. Also, es ist hier nur eine Zusammenfassung, aber wie gesagt, ich wollte es ja nicht übertreiben. Da wäre das Video ja mehrere Stunden gegangen, wenn ich jetzt kompletten Koran so vorgelesen hätte. Außerdem ist es auch weg, was. Schwer für mich, die ganze Zeit wie Hitler zu sprechen. Man spricht ja nicht permanent so. Deswegen habe ich erstmal das hier geholt und dann kann ich es ja gerne mal mit dem Koran abgleichen, also mit dem Original, den ich jetzt gerade vorher schon gezeigt habe. Sure 2, Vers 191. Und tötet sie, wo immer ihr auch sie trefft, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Denn Verfolgung ist schlimmer als Töten. Kämpft jedoch nicht gegen sie bei der geschützten Gebetsstätte, bis sie dort zuerst gegen euch kämpfen. Wenn sie aber dort gegen euch kämpfen, dann tötet sie. Solcher Art ist der Lohn der Ungläubigen. Moment. Nächste
Stelle. So, oder 2 Vers 193. Und kämpft gegen sie, bis es keine Verfolgung mehr gibt und die Religion allein Allahs ist. Wenn sie jedoch aufhören, dann darf es kein feindseliges Vorgehen geben, außer gegen die Ungerechten. Nächste. Sura 4, Vers 74. So sollen denn diejenigen auf Allahs Weg kämpfen, die das diesseitige Leben für das Jenseits verkaufen. Und wer auf Allahs Weg kämpft und dann getötet wird oder siegt, dem wird Allah gewaltigen Lohn geben. Nächste Sura. Sura 4, Vers 96. 76. Sura 4, Vers 76. Diejenigen, die glauben, kämpfen auf Allahs Weg. Und diejenigen, die ungläubig sind, kämpfen auf dem Weg der falschen Götter. So kämpft gegen die Gefolgsleute des Satans. Gewiss, die Liste des Satans ist schwach. Nächste. Ja, das strengt ganz schön an. Also, man verstellt ja die ganze Zeit die Stimme und gleichzeitig liest man noch dabei. Also, ich werde es nochmal dann normal vorlesen. Aber jetzt mache ich mir erstmal den Spaß bis zu Ende. Sura 4, Vers 84. So kämpft auf Allahs Weg. Du wirst nur für dich selbst verantwortlich gemacht und sporne die Gläubigen an. Vielleicht wird Allah die Gewalt derjenigen, die ungläubig sind, zurückhalten. Allah ist stärker an Gewalt und an Bestrafung. Moment, nächste. Sura 4, Vers 89. Sie möchten gern, dass ihr ungläubig werdet, wie sie ungläubig sind, sodass ihr alle gleich seid. Nehmt euch daher von ihnen keine Vertrauten, bevor sie nicht auf Allahs Weg auswandern. Kehren sie sich jedoch ab, dann ergreift sie und tötet sie, wo immer ihr sie findet. Und nehmt euch von ihnen weder Schutzherren noch Helfer. Nächste. Sura 4, Vers 95. Nicht gleich sind diejenigen unter den Gläubigen, die sitzen bleiben. Außer diejenigen, die eine Schädigung haben. Den sich auf Allahs Weg mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person abmühten. Allah hat den sich mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person abmühten einen Vorzug gegeben von denen, die sitzen bleiben. Moment. Aber allen hat Allah das Beste versprochen. Doch hat Allah, die sich abmühten, vor denen, die sitzen bleiben, mit großartigem Lohn bevorzugt. Ja, ich muss zwischendurch einmal in meiner Zigarette ziehen. Also ist mal blöde. Wenn ich gleichzeitig versuche zu rauchen, während ich hier noch vorlese und habe noch meine Stimme wie Hitler verstellt. Sura 5, Vers 33. Der Lohn derjenigen, die Krieg führen gegen Allah und seine Gesandten und sich bemühen, auf der Erde Unheil zu stiften, ist indessen der, dass sie alle dann getötet oder gekreuzigt werden oder dass ihnen Hände und Füße wechselseitig abgehakt werden oder dass sie aus dem Land verbannt werden. Das ist für sie eine Schande im Diesseits und im Jenseits gibt es für sie eine gewaltige Strafe. Das ist übrigens dieser Vers hier, wo immer Moslems gerne erzählen, wie sagt man, hier hat Mohammed, ich dachte erst, aus der Tora geklaut und weiter hat das aus dem Talmud geklaut hier. Wer einen Menschen tötet, der tötet die ganze Welt, also so nach dem Motto Islam ist Frieden. Das ist nämlich der Rest, der immer gerne weggelassen wird hier. Also in Wahrheit kommt davor Sura 5, Vers 32 hier und wir haben es den Kindern Israels verfohlen, dass wer einen Menschen tötet. So ist es, als ob er die ganze Menschheit getötet hat. Und das ist nämlich der, was immer die Moslems dann gerne verschweigen hier. Das lese ich nochmal vor. Also davor kam Sura 5, Vers 32 hier. Und wir haben es den Kindern Israels befohlen, also Mohammed hat es aus dem Talmud geklaut, dass wer einen Menschen tötet, so ist es, als ob er die ganze Menschheit getötet hat. Und jetzt, was die Moslems dann gerne weglassen,
Der Lohn derjenigen, die Krieg führen gegen Allah und seinen Gesandten und sich bemühen, auf der Erde Unheil zu stiften, ist indessen der, dass sie allesamt getötet oder gekreuzigt werden oder dass ihnen Hände und Füße wechselseitig abgehakt werden oder dass sie aus dem Land verbannt werden. Das ist für sie eine Schande im Diesseits und im Jenseits gibt es für sie gewaltige Strafe. Das ist schon mal absurd, dass sie allesamt getötet oder gekreuzigt werden oder dass ihnen Hände und Füße wechselseitig abgehakt werden und dann sollen sie noch aus dem Land verbannt werden, also ausgeschmissen werden. Also jemanden, den ich töte oder kreuzige oder ihm an Händen und Füßen verstümmle, also ihm Hände und Füße abhacke, den muss ich nicht mehr irgendwo aus dem Land jagen. Da sieht man schon, dass Mohammed absolut irgendwo einer der Waffe gehabt hat. Also entweder, obwohl er selber ein Mörder war, hat er gar keinen Plan gehabt, weil der Mensch stirbt am Kreuz oder Verblutung hier, wenn ihm Hände und Füße abgehackt werden. Oder er hat, wie sagt man, die ganzen Sachen als mögliche Strafen gepredigt, also angeblich hätte es Allah ihm eingegeben. Man darf sie entweder töten oder kreuzigen, also im Grunde kommt sie auf selbe hinaus, oder darf ihnen Hände und Füße abhacken, also dann sterben sie ohnehin, verbluten, wenn sie nicht sofort behandelt werden. Aber in der Regel überlebt das niemand, ist klar, man verblutet ja relativ schnell. Oder man darf sie aus dem Land ja, also sprich vertreiben. Also nicht verarschen lassen, hier von wegen Sure 5, Vers 32. Der Islam ist friedlich. Mohammed hat es aus dem Talmud geklaut hier und wir haben es den Kindern Israels befohlen. Wer einen Menschen tötet, dann ist es, als ob er die ganze Menschheit getötet wird. Danach folgt Sure 5, Vers 33. Der Lohn derjenigen, die Krieg führen gegen Allah. Also alle, was als von Moslems als Feinde betrachtet werden. Also sprich alle Andersgläubigen. Oder seinen Gesandten, also gegen Mohammed selber. Da merkt man doch schon, dass das nicht von Allah kommen kann hier. Hier, also angeblich sind es Allahs Worte in Wahrheit hier, gegen Allah oder seinen Gesandten oder uns seinen Gesandten. Also Mohammed hat sich den Rot selber ausgedacht. Da merkt man doch schon, dass der total bescheuert war und dass Moslems bescheuert sein müssen, wenn sie die Scheiße noch für Allahs Wort halten. Es ist offensichtlich, warum so Allah irgendwo aus der Tora bzw. aus dem Talmud abschreiben, also klauen. Das hat Moses, ich sag mal aus Versehen Moses, das hat Mohammed sich selber ausgedacht. Ist es angekommen? Sure 5, Vers 32. Und wir haben es den Kindern Israels befohlen, also sprich Juden, dass wer einen Menschen tötet, so ist es, als ob die ganze Menschheit getötet wird. Das Märchen hier von wegen Islam heißt Frieden, also hier im Islam wird Töten verboten. Auf Sure 5, Vers 32 folgt Sure 5, Vers 33. Der Lohn derjenigen, die Krieg führen gegen alle, also sprich alle Ungläubigen, also alle, die von Moslems als Ungläubige betrachtet werden. Oder seinen Gesandten, oder Allah und seinen Gesandten. Und sich bemühen, auf der Erde Unheil zu stiften, also sprich, die immer noch gegen Islam aufbegehren würden, also wenn man so im Land hält, also damals Saudi-Arabien. Allesamt dürfen getötet oder gekreuzigt werden, oder Hände und Füße abgehakt werden, oder aus dem Land verbannt werden. Takia, so wird gelogen. Hier von wegen, Leute, die angeblich gegen Islam hetzen, also im Wahrheit dagegen darüber informieren. Leute würden alles aus dem Kontext reißen oder die Hälfte weglassen. Hier ist es genau umgedreht. Hier tun Moslems das Gleiche machen, also lügen sich spalten wegen der Kia, weil sie halt wissen, dass dieser Text sehr entlarvt hier. Also Sure 5, Vers 33. Wir lesen nur Sure 5, Vers 32 vor, wo es erstmal friedlich sich anhört oder friedlich klingt oder sich friedlich liest. Das lassen sie weg hier, was unmittelbar danach kommt. So, eine Sekunde. Man sieht es ja hier, also Absatz. Muss ich ein Stück hochscrollen. Sura 8, Vers 12 bis 13. Da dein Herrn den Engel offenbarte, ich bin mit euch, so festigt denn die Gläubigen. In die Herzen der Ungläubigen werde ich Strecken werfen. Also sprich, was heute Terroristen tun hier. Werft Schrecken in die Herzen der Ungläubigen. Telepathie sie oberhalb des Nackens, also sprich, packt ihn Kopf ab, oberhalb des Nackens, meint, köpfen, also schlagt sie in den Nacken. Und schlagt ihnen die Fingerspitzen ab. Dies, weil sie Allah trotz Boten, also sich Allah widersetzt haben, und seinen Gesandten, also schon wieder Mohammed,
Das hat nicht irgendwo Allah Mohammed eingegeben. Die Scheiße hat sich Mohammed selber ausgedacht. Man nennt es nochmal eine weitere Androhung hier, also Mord und Totschlag. Wer aber Allah und seinem Gesandten Trotz bietet, also sich immer noch widersetzt, wahrlich, Allah ist streng im Schlafen. Merkt ihr das? So werdet ihr verarscht. Hier. Also einerseits, wie gesagt, was Terroristen heute tun. Also Allah ist mit euch, ist klar. Darauf berufen sich irgendwelche geisteskranken Moslems hier. So fecht sich denn die Gläubigen. In die Herzen der Ungläubigen werfe ich Schrecken. Also werft Schrecken in die Herzen der Ungläubigen. Also sprich, begeht Terroristen Taten, Anschläge. Und jetzt halt ganz deutlich, also hier ist es halt, wie sagt man, verharmlost geschrieben. In Wahrheit im arabischen Stand. Unmissverständlich drinnen köpfen. Also man muss ja die Zeit berücksichtigen. Da waren ja die Leute noch ungebildeter. Hier haben sie es halt, wie sagt man, verharmlost. Also hier in der Übersetzung. Trefft sie oberhalb des Nackens, kommt aber das gleiche raus. Also damit ist Köpfen gemeint. Also wie bei der Guillotine. Dass man mit einem scharfen Gegenstand, also sprich einem Messer, einem Schwert, im Nacken, also im Genick, oberhalb, also sprich den Kopf, entfernt, also abschlägt. Und hier steht es ja auch nochmal, also unschlagt ihn die Fingerspitzen ab, da steht es wieder deutlicher. Weil sie Allah Trotz geboten haben, also sich dem Islam widersetzt haben und seinen Gesandten, also nicht, weil sie nicht gleich, wie sagt man, sich Allah unterworfen haben, also dem Islam, sondern weil sie sich Mohammed nicht unterworfen haben. Da sieht man doch schon, wie geisteskrank das Schwein gewesen sein muss. Eine absolut perverse, kaputte Drecksau, Mohammed. Das sind alles nur Hassreden, Hasszitate von ihm. Der hat das Allah in die Finger gelegt, genauso wie Moslems behaupten, die Bibelworte verfälscht. Ja, weil irgendwelche Rachsüchtigen, irgendwelche gewalttätigen Aufrufe zum Mord und Totschlag, die wurden auch von Juden gepredigt und die haben behauptet, das hat ihnen Jehovah so eingegeben. Also Mohammed selber hat die Bibel verfälscht und gleichzeitig behaupten Moslems, dass Juden oder Christen die Bibel verfälscht haben. Sieht man doch schon, wie bekloppt das sein muss. Gut. Ja, und jetzt ist ja klar, also hier, also Terroristen, werft Schrecken in die Herzen der Ungläubigen. Nächste Sure. Sure 8, Vers 39. Und kämpft gegen sie, bis es keine Verfolgung mehr gibt und bis die Religion gänzlich Allah ist. Wenn sie jedoch aufhören, so sieht Allah wohl, was sie tun. Also sprich, niemand würde sich mehr im Islam widersetzen oder generell Moslems widersetzen. Keine Verfolgung, also stellen sich schon wieder als Opfer hin, als die Legende vom unschuldigen Moslem. Und bis die Religion komplett Allah ist, also bis alle Moslems geworden sind. Erst dann hört er auf zu kämpfen. Nächster. Sura 8, Vers 65. O Prophet, sporne die Gläubigen zum Kampf an. Wenn es unter euch 20 Standhafte gibt, werden sie 200 besiegen. Und wenn es unter euch 100 gibt, werden sie 1000 von denen besiegen. Oder von 1000 von denen, die ungläubig sind, besiegen. Weil sie Leute sind, die nichts verstehen. Also sprich, weil sie angeblich nicht in Koran folgen. Hier halt, was immer wieder angesprochen wird, also dass Moslems das schlechte Gewissen beim Töten abgenommen wird. Hier, nicht ihr habt sie getötet, Allah hat sie getötet. Hier ungefähr das gleiche. Sura 9, Vers 14. Kämpft gegen sie, Allah wird sie durch eure Hände graben, sie in Schande stürzen, euch zum Sieg über sie verhelfen und die Herzen von gläubigen Leuten heilen. Also, man soll töten und rauben und morden und brandschützen und vergewaltigen, aber angeblich hat es ja Allah getan, also nicht Moslem selber. War Mohammed halt so clever, also hat zumindest, wie sagt man, auf Allah dann abgewälzt. Also nicht ihr habt sie getötet, Allah hat sie getötet. Offensichtlich wäre es geworden, wenn Mohammed, wie er sich teilweise aufhaspelt hat, weil er halt kreuz bekloppt war, mehr oder weniger das so in Koran reingeschrieben hätte oder selber hat reinschreiben lassen. Dass sie nicht selber getötet haben, sondern dass in Wahrheit der Prophet sie getötet hat. Also er hat halt das, sag mal, an Allah weitergegeben, sonst wäre es jetzt offensichtlich gewesen. Moment. Ihr könnt euch ja denken, falls das korrekt zu hören war, was ich gemacht habe. Geht klar los.
Sura 9, Vers 20. Diejenigen, welche gläubig wurden und auswanderten und in Allahs Weg eiferten mit Blut und Blut, nahmen die höchste Stufe bei Allah ein. Und sie sind die Glückseligen. Naja gut, das ist ein relativ harmloser Text. Also harmloser Vers. Sura. Muss ich gucken. Hier geht's weiter. Sura 9, Vers 29. Kämpft wieder jene von denen, welche die Schrift gegeben ward, die nicht glauben an Allah und an den nächsten Tag und nicht verwehren, was Allah und sein Gesandter verwehrt haben, und nicht bekennen das Bekenntnis der Wahrheit, bis sie den Tribut aus der Hand gedemütigt entrichten, also sprich, die man leben lassen darf, hier, wenn sie nicht automatisch Moslems werden, also konvertieren, die unterdrückt werden, die dann diese Schutzsteuer bezahlen müssen, hier Schizia. Ja, und jetzt halt die Androhung, also für angebliche friedliche Moslems, also die so eine Scheiße nicht machen wollen. Hier, also warum die auch von anderen Moslems dann in Gefahr geraten würden, selber getötet zu werden, also weil sie als, wie sagt man, abgefallene Moslems betrachtet werden. Wie ich gerade erklärt habe, warum auch damals irgendwelche Wichser unter Dönerbude die Erdogan-Porträts aufgehängt haben, die hatten nicht Angst, wenn sie nicht selber voll auf die Linie waren, also sprich durch Erdogan wieder fanatisch geworden sind. Die hatten nicht Angst vor Erdogan, die hatten Angst vor ihren türkischen, muslimischen Landsleuten, die auch in solche Dönerbuden reingehen, wenn sie da nicht ein Erdogan-Plakat, also ein Porträt aufgehängt haben. Also von denen als wie sagt man, nicht hundertprozentigen Moslems betrachtet werden. Also, dass sie mit denen möglicherweise Ärger bekommen hier. Wenn ihr nichts am Kampf, Moment, Sura 9, Vers 39. Wenn ihr nichts am Kampf auszieht, wird Allah euch mit schwerer Strafe belegen und ein anderes Volk an eurer Stelle setzen. Also sprich, selbst wenn Moslems das nicht machen würden, dann würde ja Allah angeblich hier sich irgendjemanden nehmen, der es für ihn tut. Da merkt man doch schon, dass das nie im Leben von irgendeinem Gott kommen kann. Das hat sich irgend so ein geisteskrankes, perverses Dreckschwein wie Mohammed ausgedacht. Naja, und hier nochmal dasselbe, also Mohammed hat sich da wieder gehuldigt hier. Sura 9, Vers 73. Du, O Prophet, kämpfe gegen die Ungläubigen und die Heuchler und sei streng gegen sie, ihre Wohnung soll die Hölle sein. Also, das sind, glaube ich, Allah Mohammed den Auftrag gegeben hat. Der hat sich den Rot selber ausgedacht, also könnt ihr mir erzählen, was er wollt. Moment. Jetzt halt der schlimmste Vers, ist ja bekannt hier, Sura 9, Vers 111, 9.11. hier. Also, warum damals am 9.11. das gemacht worden ist. Sura 9, Vers 111. Allah hat den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz dafür erkauft, dass ihnen das Paradies gehört oder dass ihnen der Paradiesgarten gehört. Sie kämpfen auf Allah Weg und so töten sie und werden getötet. Das ist ein für ihn bittendes Versprechen in Wahrheit und in der Tora. Also hier wird sogar offiziell angegeben. Das ist ein für ihn bittendes Versprechen in Wahrheit in der Tora, also der jüdischen Schriftrolle, im Evangelium oder dem Evangelium und dem Koran. Also er bezeugt mit Hinweis auf die Tora, aufs Evangelium und auf den Koran, dass es, wie sagt man, Allah ihn versprochen hat und er sich auch dran hält. Also wenn sie in seinem Auftrag töten und werden getötet, dass Allah sein Versprechen nicht bricht und belohnt sie dafür. Also dafür, dass sie in seinem Namen getötet haben und selber dabei ins Leben gekommen sind. Das ist ein für ihn bittendes Versprechen in Wahrheit in der Tora, dem Evangelium und dem Koran. Und wer ist treuer in der Einhaltung seiner Abmachung als Allah? Das hat man ja gesehen, Allah ist der größte Listenschmied. Und gleichzeitig behaupten sie hier, Allah hält sich ja an jedes Versprechen, was er gegeben hat. Am Arsch. Allah lügt wie gedruckt, also weil im Grunde Mohammed wie gedruckt gelogen hat. Und wer ist treuer in der Einhaltung seiner Abmachung als Allah? So freut euch über das Kaufgeschäft, das ihr abgeschlossen habt, denn das ist der großartiger Erfolg. Naja, und was daraus passiert ist, Sura 9, Vers 111, also 11.9. wissen wir ja, also 11. September 2001. Die beiden letzten. Sura 9, Vers 123. O, die ihr glaubt, kämpft gegen diejenigen, die in eurer Nähe sind und von den Ungläubigen. Sie sollen euch in
sie sollen ihnen euch Härte vorbitten. Und wisset, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist. Und jetzt halt das nächste, das letzte. Sure 47, Vers 4. Wenn ihr auf diejenigen, die ungläubig sind, im Kampf trefft, dann schlagt ihr in Holz. Also damit ist Köpfen gemeint. Schlagt ihr in Holz, ist ja offensichtlich. Also damals, wo noch keine Schusswaffen existiert haben. Schwert, Messer. Also, ich sag mal, eine Hieb- und Stichwaffe, also eine stumpfe Klinge, eine scharfe Klinge. Schlagt auf den Holz, also hackt den Kopf runter. Wenn ihr auf diejenigen, so eine 47, Vers 4, wenn ihr auf diejenigen, die ungläubig sind, im Kampf trefft, dann schlagt. Tut mir leid, Moment. Ich hab's mir vorhin schon gedacht, es ist wirklich passiert. Das war sonnenklar. Das haben wir jetzt schon öfters gehabt in Aufnahmen von mir. Hier, es wird angerufen. Also einerseits unterbricht es dann die Aufnahme, also deswegen mache ich sowas lieber in der Regel nachts. Wir nehmen nachts auf, also von daheim oder wenn ich rausgehe, ist ja klar. Weil ich da ungestörter bin, also weniger Menschen rumrennen. Das scheiß Telefon klingelt, aber es spricht keiner drauf. Da brauchen sie auch nicht anzurufen, wenn sie nicht auf die Reihe kriegen, drauf zu sprechen. Ja, tut mir leid, also ausgerechnet hier war der letzte Sucher beim letzten Abschnitt. Also ich lese nochmal komplett vor. Und dann lese ich nochmal, wie ich es eben gemacht habe, nochmal vor und erkläre nochmal. Mensch, hat mir nur meine Zigarette ausgemacht. Sura 47, Vers 4. Wenn ihr auch diejenigen, die ungläubig sind, im Kampf trefft, dann schlagt den Hals, also Köpfen. Wenn ihr sie schließlich schwer niedergeschlagen habt, dann legt ihnen die Fesseln fest an, also legt sie in Ketten, fesselt sie. Danach lasst sie als Wohltat frei oder gegen Lösegeld. Also nicht aus reiner Menschenliebe. Entweder weil man hier als Wohltat, weil man sie zu Moslems konvertieren will, also sie dazu bringen will. Ja, ich habe dir das Leben geschenkt, du musst mir jetzt dankbar sein, also werd Moslem oder halt gegen Lösegeld, ist klar. Bis der Krieg seine Lasten ablegt, also sprich bis der Raubzug, der Feldzug bezahlt ist, also deswegen auch Lösegeld. Also im Grunde Erpressung. Dies sollte sein. Und wenn Allah wollte, jetzt wird es wieder absolut grüßen, wollen sie nicht, dann merkt man, dass Mohammed die Scheiße selber sich ausgedacht haben muss, würde er sie wahrlich allein besiegen. Da oben steht noch, wenn Moslems es nicht machen, dann würde Allah sich ein anderes Volk suchen. Jetzt steht wieder da, Allah bräuchte ja gar keine Moslems, die für ihn töten. Allah wird es ja auch allein auf die Reihe kriegen, das hat man ja gesehen. Allah hat null auf die Reihe gekriegt, außer halt 1400 Jahre lang irgendwelchen Vollidioten das Gehirn zu waschen, beziehungsweise Mohammed. Er will aber, damit die einen von euch durch die anderen prüfen. Also jetzt wird es wieder so hingedreht. Allah könnte sie allein besiegen, aber es ist ja ein Test. Also wenn ihr nicht für mich tötet, dann seid ihr keine Moslems. Und diejenigen, und jetzt kommt es wieder aus dem Mohammed hier Selbstbeweihräucherung, die auf Allahs Weg getötet werden, wird er ihre Werke nicht fehlgehen lassen. Ja gut, Mohammed ist nicht im Kampf getötet worden, der ist friedlich gestorben, das Dreckschwein. Also er will damit ausdrücken, wer wirklich bereit war, für Allah zu töten und getötet zu werden. Also im Grunde eine Wiederholung da oben vom Sura 9, Vers 111, also 9.11, 9.11. Allah erkennt dich nur an, wenn du bereit warst, für ihn selber Blut zu vergießen oder selber zu sterben. Sieht man mal, was das für ein kaputter Gott sein muss. Würden jetzt wieder Moslems kommen, ja, aber der Gott im Alten Testament hier in der Bibel oder vorher halt in irgendwelchen jüdischen Schriftrollen, der war ja auch grausam, ja, aber das ist ja das, was ihr Moslems nicht in eure hohle Birne reinkriegt. Es gab dann durch Jesus ein neues Testament und Jesus hat nie irgendwelche Gewalt gepredigt, im Gegenteil, Jesus hat Feindesliebe gepredigt. Jesus hat gesagt, gebt Gott, was Gott gehört und gebt dem Kaiser, also mischt euch nicht in menschliche Belange ein, gebt dem Kaiser, was des Kaisers gehört. Bei Mohammed war es ja genau umgedreht. Also Mohammed war ja nicht nur Religionsstifter, der war ja auch Feldherr und Staatsmann. Naja, es ärgert mich jetzt mit dem Klingeln mit dem Telefon. Ich
Ich gehe mal kurz zur Toilette, also deswegen habe ich jetzt einen Koran hier drauf gemacht. Das ist erstmal kurz zu Koran finden. Ich komme gleich wieder. Wieder da, tut mir leid. Also, ihr wisst ja selber, es ist immer schwer, wenn man dann trinken muss. Was ist denn das hier? Selbstlos hat er gar nicht mehr aufgenommen oder was? So, nee, das ist hier bla bla bla, also hat nichts. Das war hier das Dingsbild, wie sagt man, das Bildanzeigeprogramm, also war nicht. Meine Webcam. Ich dachte erst hier, meine Webcam hat mir gerade eine Meldung angezeigt. Gut, also jetzt nochmal in normaler Sprache, also ohne Hitler. Aber nebenbei mache ich mir eine Kippe, weil wenn ich dann nicht wie Hitler spreche, strengt mich weniger an, kann ich ja nebenbei bequem rauchen, während ich vorlese, ablese. Runde geht klar weiter. Also, erstes gefährliches Ding im Koran. Sure 2, Vers 191. Sure 2, Vers 191. Und tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Also warum auch zum Beispiel dieser Konflikt da unten in Palästina heute noch schürt. Die stellen das so hin, als ob die Juden, also wo dann der Staat Israel gegründet worden sind, die Palästinenser von da vertrieben haben. In Wahrheit war es genau umgedreht. Zuerst haben ja die Juden da gelebt und gesiedelt. Später haben ja dann Moslems sich da breit gemacht, also irgendwann 637, glaube ich. Warum auch die Kreuzzüge entstanden sind, also hier von wegen des Märchen vom friedlichen Islam hier. Moment, ich mache mal hier das eine Fenster zu, wo der Koran nicht mehr angezeigt wird, hier schwarz. Tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft, und vertreibt sie von da, wo sie euch angeblich vertrieben haben. Warum da heute noch dieser Konflikt da unten schwelt, hier, Palästina, Israel, die stellt das hin, als ob Juden angeblich Moslems von da vertrieben hatten. Es war genau umgedreht, 637 haben Moslems sich da breit gemacht, haben Juden vertrieben oder halt Juden unterjocht, wenn sie sie nicht gleich getötet und vergewaltigt und massakriert haben. Mussten halt dann diese Schutzsteuer zahlen, hier Schutzjahr. Haben das in anderen Ländern ebenfalls so gemacht, 400 Jahre lang. Von 632 bis 1096 oder 1095. Und dann erst gab es den ersten Kreuzzug, also weil halt auch Juden und Christen verboten worden ist, nach Jerusalem zu pilgern, also hier zu den heiligen Städten. Das war der Auslöser für den ersten Kreuzzug hier von wegen. Der Islam hat sich verteidigt, der Islam hat sich noch nie in seinem
seiner gesamten scheiß Geschichte verteidigt. Die haben immer nur angegriffen, habe ich ja erklärt, Präventivkriege hier. Nach dem Motto, ja, die anderen verschwören sich ja gegen uns. Wir greifen lieber zuerst an, solange wir noch stark sind. Also, ich muss ja niemandem erklären, der ein bisschen was in der Birne hat, den Begriff Präventivkrieg. Angriff ist die beste Verteidigung. Denn Verfolgung ist schlimmer als Töten. Also, dass sie angeblich von anderen verjagt worden wären, vertreibt sie oder bekämpft sie oder tötet sie von da, wo sie euch vertrieben haben. Also im Wald war es genau umgedreht. Denn vertrieben zu werden, also verfolgt zu werden, angeblich von anderen, ist schlimmer als getötet zu werden. Sieht man doch mal, was, wenn das wirklich von Allah kommen würde, dieser Mist, was das für ein geisteskranker Gott sein muss, der im Grunde seinen Leuten sagt, seid lieber bereit zu sterben, als dass ihr wirklich euch erstmal vertreiben lasst und zumindest überlebt ihr. Dann würde er ja seine eigene Religion damit auslöschen. Kämpft ihr doch nicht gegen sie bei der geschützten Gebetsstätte, also sprich im Heiligen Land, also in Jerusalem. Wie sie dort zuerst gegen euch kämpfen. Also nur wenn sie zuerst dort gegen euch kämpfen würden, die angeblich bösen Ungläubigen, dann wäre es auch erlaubt, bei der geschützten Gebetsstätte zu kämpfen. Also ansonsten soll man die verschonen, aber ist ja klar, die wollten ja selber auch was zum Erobern haben. Also da lasse ich ja nicht zu, dass irgendwas komplett dabei zerstört wird. Wenn sie aber dort gegen euch kämpfen, also bei der geschützten Gebetsstätte, dann tötet sie. Solche Art ist der Lohn der Ungläubigen. Und genauso hier mit, das habe ich aber jetzt hier nicht drin, hier mit den heiligen Monaten. Erst wenn die heiligen Monate vergangen sind, kämpft gegen sie. Also warum im Ramadan oder irgendwelchen Sachen nicht getötet werden, also angeblich nicht getötet werden darf. Haben ja auch schon irgendwelche Moslems, hat man auch bei Michael Stürzenberger seine Kundgebung gesehen, so argumentiert haben. Er kann froh sein, also haben die Moslems zu ihm gesagt, dass gerade Ramadan ist, ansonsten hätten sie jetzt sofort getötet. Da sieht man doch, wie gewaltbereit diese geisteskranken Vollidioten sind. Also hier dasselbe. Also Moslems sollen nicht bei der geschützten Gebetsstätte, also sprich im Heiligen Land, also in Jerusalem töten, es sei denn, sie werden angegriffen. Und dann sollen sie natürlich mit aller Gewalt vorgehen. Sure 2, Vers 193. Sure 2, Vers 193. Und kämpft gegen sie, bis es keine Verfolgung mehr gibt und die Religion allein Allah ist. Also sprich, alle wären Moslems angeblich geworden oder hätten sich die Islam unterworfen. Wenn sie jedoch aufhören, also sich angeblich nicht mehr wehren, kein Widerstand mehr leisten, so steht es halt nicht. Aber so ist es ja. Habt ihr gerade erklärt, der Islam verteidigt sich nicht oder wehrt sich, der Islam greift an. Das ist 1400 Jahre immer gleich gewesen. Also sprich, die anderen würden dann einen Kampf aufgeben, den Widerstand aufgeben. Dann darf es kein feindseliges Vorgeben mehr geben. Also dann müssen auch selber die Moslems aufhören, weiterhin zu töten und zu morden. Außer gegen Ungerechte. Also was immer die als Ungerechte bezeichnen. Ich gehe davon aus, Leute, die sich nicht komplett unterwerfen. Also sprich, die Strafsteuer bezahlen, die Schutzsteuer hier, die Schutzsteuer. Oder selber freiwillig konvertieren. Also die nicht mal dazu gezwungen werden. Sure 4, Vers 74. Sure 4, Vers 74. So sollen denn diejenigen auf Allahs Weg kämpfen, die das diesseitige Leben für das Jenseits verkaufen. Und wer auf Allahs Weg kämpft und ganz getötet wird oder siegt, dem wird Allah gewaltigen Lohn geben. Also dieselbe Scheiße nochmal. Also nur wer kämpft und tötet, am besten noch natürlich, wenn er gesiegt hat, also nicht nur getötet war, aber dann ist ja klar, wenn er getötet worden wäre, hat er ja nicht automatisch gesiegt. Es sei denn halt, andere hätten gesiegt, also dass nur einige davon getötet wären, dann wären sie von Allah belohnt. Also so macht man den Leuten halt schmackhaft, hier, sprich, man verspricht ihnen das Paradies oder irgendwelche andere Kriegsbeute und so weiter, dass es sich ja lohnt, für Allah zu kämpfen. Also eine absolut verbrecherische, gewalttätige, kampfgeile Religion, die sich überall nur mit Kampf und Brutalität ausbreiten will. Also null mit hier Bekehrung, Missionierung. Ich sehe schon hier, also wenn ich schon den Anfang lese, das nächste Ding ist genauso geisteskrank. Sure 4, Vers 76. Sure 4, Vers 7-6. Diejenigen, die glauben, kämpfen auf Allahs Weg. Also angeblich nur die Gläubigen kämpfen auf Allahs Weg.
Und diejenigen, die ungläubig sind, also sprich alle anderen, die keine Moslems sind, kämpfen auf dem Weg der falschen Götter. Also Christen, Hindus, wie sie alle heißen, also alles, was nicht irgendwo Moslem ist. So kämpft gegen die Gefolgsleute des Satans. Gewiss, die Liste des Satans ist schwach. Also im Grunde labert hier Mohammed und behauptet, es wäre von Allah gekommen. Labert hier Mohammed dieselbe Scheiße, was auch schon andere Religionen versucht haben, die nicht weitere Religionen anerkennen. Also nur wir sind die einzig Wahren, bekämpft jeden, der gegen uns ist. Die würden ja nur falsche Götter anbeten. Also hier, ja, wie es halt dargestellt wird, also Ungläubige sein. Götzendiener. Ist ja nicht ganz unwahr, habe ich ja auch erklärt. Also ursprünglich hier, wissen wir ja, die 10 Gebote macht ja kein Abbild von mir und so weiter. Also es gab eigentlich auch so eine Art wie ein Bilderverbot im ursprünglichen Christentum, also in den Anfängen, im Judentum bereits, durch die 10 Gebote, durch das Alte Testament. Und dann kam halt die römisch-katholische Kirche, also mit irgendwelchen Reliquien oder mit dem Kreuz und so weiter, also hier Kreuz, wo Jesus dran hängt. Eigentlich war das auch nicht erlaubt, warum auch im Islam normalerweise Mohammed nicht gezeigt werden darf, also Bilder von ihm. Also da stimmt es schon in gewisser Weise. Es ist Götzendienst, also falsche Götter anbeten. Eigentlich war auch so eine Art wie ein Bilder- oder Götzendienstverbot im Christentum, also im Judentum bereits. Man darf sich kein Bild von Gott machen oder in dem Fall auch von Jesus nicht machen. Hier Heilige Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also das, was die römisch-katholische Kirche da betreibt mit irgendwelchen Kreuzen und so weiter. Das braucht kein Mensch, also ohnehin braucht es kein Mensch. Um irgendwo mit Gott oder mit Jesus in dem Fall, also ein Teil von der Heiligen Dreieinigkeit in Verbindung zu stehen, um zu ihm zu beten, muss ich nicht in irgendeine Kirche rennen. Also das ist alles nur Götzendienst. Ist aber im Islam dasselbe. Man braucht auch keine Moschee, um irgendwo an Allah angeblich zu glauben oder zu Allah zu beten. Also sobald irgendwo menschliche Institutionen zwischen den Gläubigen und einem Gott kommen, dann beginnt es schon irgendwo scheiße zu werden. Das wissen wir. Das hat die Geschichte immer wieder gezeigt. Also egal ob Muslim, egal ob Christen, egal ob andere Religionen. Normalerweise halt nur die Gläubigen zu geben und einen Gott und nichts irgendwo dazwischen. Sure 4, Vers 84. Sure 4, Vers 84. So kämpfe auf Allahs Weg. Du wirst nur für dich selbst verantwortlich gemacht und sporne die Gläubigen an. Vielleicht wird Allah die Gewalt derjenigen, die ungläubig sind, zurückhalten. Allah ist stärker an Gewalt und an Bestrafung. Ja, also der geht eigentlich noch. Also finde ich nicht wirklich, dass der Text so brutal wäre. Keine Ahnung, warum der ja auch in Kampf- und Kriegsbefehlen mit aufgelistet ist. Ja, und jetzt ist ja klar, also lasst euch nicht, wie sagt man, beeinflussen, also warum Moslems sich nicht mit Juden und so weiter einlassen sollen. Hier nehmt euch keine Juden und Christen zu Freunden oder zu Schutzherren, kam hier irgendwann später noch. Sure 4, Vers 89, also Sure 4, Vers 8-9. Sie möchten gerne, dass ihr ungläubig werdet, wie sie ungläubig sind, sodass ihr alle gleich seid. Also es gibt dann angeblich keine verschiedenen Religionen mehr. Aber hier steht es ja auch. Nehmt euch daher von ihnen keine Vertrauten, bevor sie nicht auf Allahs Weg auswandern, also bevor sie nicht selber Moslems geworden sind. Kehren sie sich jedoch ab, also wie sagt man, haben sie sich erst im Islam genähert und haben sich dann doch wieder anders überlegt, also kehren sie ab, also sprich werden wieder Ungläubige, dann ergreift und tötet sie, wo immer ihr sie findet. Und nehmt euch von ihnen weder Schutzherren noch Helfer. Also sprich, nehmt euch keine Christen und Juden zu keine Juden und Christen zu Freunden. Aber das ist ja eigentlich in jeder Religion so, oder fast in jeder Religion so, dass mehr oder weniger alle Religionen behaupten, wir sind die einzig wahren, aber wie gesagt, nicht jede Religion ist wie der Islam, dass er sagt, alle anderen müssen getötet werden. Die meisten Religionen haben in der Regel weniger ein Problem, wenn es noch weitere Religionen neben denen gibt. Was Christentum auch mal anders, wissen wir. Es wurde ja mit Gewalt teilweise, wie sagt man, bekehrt und missioniert, aber da hat sich halt irgendwo im Christentum was getan, also auch mit den Köpfen. Bei Moslems ist alles gleich geblieben. Das sind immer noch
blutgeile, sadistische, grausame, kriegsgeile Dreckschweine, also die immer noch den Scheiß heute nachbeten und auch noch daran glauben und auch noch bereit wären, das zu tun, wie damals vor 1400 Jahren, also unter Mohammed hier. Alle anderen müssen getötet werden, es sei denn, man versklavt sie oder erpresst hier eine Schutzsteuer, also eine Schizia raus, damit die überhaupt am Leben bleibt, ja, damit man so weit leben lässt, also wenn man sie nicht ohnehin als Sklaven oder irgendwas genommen hat. Sure 4, Vers 95. Sure 4, Vers 95. Nicht gleich sind diejenigen unter den Gläubigen, die sitzen bleiben, außer diejenigen, die eine Schädigung haben. Also auch wer nicht aufsteht beim Gebet oder irgendwas, er darf nur sitzen bleiben oder liegen bleiben, wenn er irgendwo verletzt ist, also behindert ist. Dehnen sich auf Allahs Weg mit ihrem Besitz und ihren eigenen Personen abmühten. Muss ich jetzt selber überlegen, wie das zu verstehen ist. Nicht gleich sind diejenigen unter den Gläubigen, die sitzen bleiben. Normalerweise Klammer hier halt in Bindestrichen. Die sitzen bleiben, außer denjenigen, die eine Schädigung haben. Dehnen sich auf Allahs Weg mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person abmühten. Ja, wahrscheinlich doch so. Also, man darf nur, nicht zeigen, dass man demütig ist, also aufstehen oder sich hinknien oder sich verbeugen oder so weiter, also sitzen oder liegen bleiben und trotzdem am Gebet teilnehmen oder generell irgendwo seinen Glauben begründen, bezeugen, wenn man irgendwo eine Schädigung hat, also sprich verletzt ist, möglicherweise auch durch selber, dass man vorher am Kampf teilgenommen hat. Allah hat denen sich mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person abmühten einen Vorzug gegeben, vor denen, die sitzen bleiben. Also da wären die schon wieder, die immer noch aufstehen können und sich verbeugen können, den anderen, die sitzen bleiben, bevorzugt. Obwohl oben drin steht, die eine Schädigung haben. Also einerseits werden sie entschuldigt. Also dass es nicht als Unhöflichkeit, als Ignoranz zu verstehen ist, wenn die nicht so können, wie sie eigentlich wollten, wie sie eigentlich gerne möchten. Und andererseits werden aber die, die es können, im Unterschied zu denen schon wieder bevorzugt. Also schon wieder eine Ungerechtigkeit. Aber allen hat Allah das Beste versprochen. Doch hat Allah, die sich abbieten vor denen, die sitzen bleiben, mit großartigerem Lohn bevorzugt oder großartigem Lohn bevorzugt. Also es sind keine Ahnung, zwei, drei Sätze und die widersprechen sich mehrmals ineinander. Ja. Einerseits, ihr seid entschuldigt, wer sitzen bleibt, wer liegen bleibt, wer nicht kann. Andererseits sind die anderen wieder was Besseres. Und dann wird nochmal betont, also die werden automatisch wieder bevorzugt. Ja, also... Schon ein ziemlich komischer Gott. Also normalerweise müsste ja ein Gott eigentlich wissen, warum jemand sitzen oder liegen bleibt, ob das ernst gemeint ist, also weil er darauf scheißt oder ob er wirklich nichts dafür kann. Und trotzdem muss angeblich Gott auf solche Mist hinweisen. Also das hat sich garantiert irgendein Mensch ausgedacht hier. Entweder Mohammed selber oder irgendwelche anderen Idioten, die im Namen von Mohammed das hinzugefügt haben hier. Da er selber Analphabet war, ist ja klar, haben wir wahrscheinlich andere mit das reingeschrieben. Haben sie als Gottes Wort verkauft, aber das kennen wir ja, wie gesagt. Deswegen habe ich ja gesagt, also natürlich ist klar, im Christentum wurde genauso verfälscht oder auch schon bei den Juden. Es wurde Gott viel Mist in den Mund reingelegt, im angeblichen Gott. Naja, und jetzt halt nochmal der grausame Dings, habe ich ja gesagt. Nicht vergessen hier, wenn euch einmal erzählt, Islam ist friedlich. Sure 5, Vers 32. Und wir haben es den Kindern Israels befohlen, also Mohammed hat es aus dem Talmud abgeschrieben, ich dachte erst Tora. Wer einen Menschen tötet, so ist es, als ob er die ganze Menschheit getötet wird, am Arsch. Also bewegen hier friedlich der Vers, der darauf folgt, nach Sure 5, Vers 32, also Sure 5, Vers 33, Sure 5, Vers 3, 3. Der Lohn derjenigen, die Krieg führen gegen Allah und seinen Gesandten und sich bemühen, auf der Erde Unheil zu stiften, ist indessen der, dass sie allesamt getötet oder gekreuzigt werden, oder dass sie in Hände und Füße wechselseitig abgehackt werden, oder dass sie aus dem Land verbannt werden. Das ist für sie eine Schande im Diesseits, und im Jenseits gibt es für sie gewaltige Strafe. Also, hier von wegen der Islam als Frieden. Überhaupt generell, dass Leute euch so Mist einreden wollen hier, Islam. Also das Wort Islam würde Frieden bedeuten. Salam heißt Frieden. Islam heißt Unterwerfung, entweder Unterwerfung unter dem Willen Allahs, also was die als Gott betrachten,
oder halt Unterwerfung unter das Schwert, also sprich für alle Andersgläubigen, also Moslems Unterwerfung unter den Willen Allahs und halt alle Andersgläubigen Unterwerfung unter das Schwert, also unterwerft euch dem Islam. Habe ich ja wie gesagt schon mal jetzt alles genau erklärt. Also eigentlich ist es Schwachsinn. Man soll sie töten oder kreuzigen, man soll ihnen Hände oder Füße packen oder sie aus dem Land verbannen. Also entweder soll man eins davon machen, weil alles zusammen würde keinen Sinn ergeben. Ich muss niemanden mehr aus dem Land rausschmeißen, den ich bereits getötet oder gekreuzigt habe oder den ich bereits die Hände und Füße abgehakt habe. Und wie gesagt, dieser Vers, Sure 5, Vers 33, folgt unmittelbar auf den angeblichen, wo Moslems gerne hier Takia als Lüge den Leuten verkaufen, der Islam würde friedlich sein, hier auf den angeblichen Vers, dass man nicht töten darf. Den Mohammed nicht mal selber, wie sagt man, sich ausgedacht hat, den Mohammed einfach als ein Talmud abgeschrieben und geklaut hat. Also geklaut hat, weil er konnte ja nicht lesen und schreiben, also abgeschrieben selber hat er nicht. Aber ihm muss zumindest der Talmud, also jüdische Schriften, genau wie die Bibel, vertraut gewesen sein. Sekunde. Sura 8, Vers 12 bis 13. Also entweder sind es zwei zusammengenommene Verse. Sura 8, Vers 12 oder Vers 13. Sura 8, Vers 1,2 oder 1,3. Oder sind unmittelbar aufeinanderfolgende. Sura 8, Vers 12 bis 13. Sura 8, Vers 1,2 bis 1,3. Da dein Herr den Engeln offenbarte, ich bin mit euch, so festig denn die Gläubigen, in die Herzen der Ungläubigen werde ich Schrecken werfen. Also was heute so übersetzt wird, damals hat es angeblich Allah gemacht, in die Herzen der Ungläubigen hat er Schrecken geworfen. Heute sollen das Moslems tun, also begeht Gewalttaten hier, Terroristen, terroristische Straftaten, werft Schrecken in die Herzen der Ungläubigen, also versetzt sie in Angst und in Panik. Trefft sie oberhalb des Nackens, also mit Wort halt im Grunde ist Köpfen gemeint, also damals auf Arabisch hier stand es wahrscheinlich unmissverständlicher da, also kämpft sie Kopf ab, hier steht halt da, trefft sie oberhalb des Nackens, aber ist ja jedem klar, was gemeint ist. Und schlagt ihn die Fingerspitzen ab, also hier steht es wieder direkt. Also ich soll, wir wissen, damals gab es keine Schusswaffen, ich soll mit einem scharfen Gegenstand, Messer, Schwert, Axt, sonst was, soll ich oberhalb des Nackens schlagen, also ich soll den Kopf vom Hals trennen. Dies, weil sie Allah trotz boten, also weil sie sich nicht Islam unterworfen haben, oder Allah unterworfen haben, oder Mohammed unterworfen haben, und seinem Gesandten, hier steht es ja auch, dies, weil sie Allah trotz boten und seinem Gesandten, also könnte das Nebenleben von Allah kommen, hier der Text, sondern das hat Mohammed sich selber ausgedacht, die Scheiße, wer aber Allah und, nochmal zum zweiten Mal, und seinem Gesandten trotz bietet, wahrlich, Allah ist streng im Strafen. Und das wissen wir ja, was Muslim für eine grausame Drecksau war. Also so viel zum Thema hier friedlicher Islam. Nicht nur wer sich Allah widersetzt, sondern auch wer sich Mohammed widersetzt. Also wie es auch manche, warum ja Moslems sich ja untereinander teilweise bekämpfen, dass sie sich nicht gegenseitig anerkennen. Warum auch manche Moslems andere Moslems hassen. Weil die ja zwar sich Allah unterwerfen, aber halt mit Mohammed nicht am Hut haben oder mit Leuten, die Mohammed nachgefolgt sind, nicht am Hut haben, weil die ja wieder ihre eigenen Propheten haben oder ihre eigenen Nachfolger als Propheten anerkennen. Das ist nach dem Motto, Mohammed wäre der einzig wahre. Aber was? Ein absolut perverses, geisteskrankes, absolutes Dreckvieh, Dreckstau, Dreckschwein, aber naja, gut. Muss man halt normal im Kopf sein, also nicht hier religiöses Gehirn gewaschen, dass man das erkennt, was Moses gesagt, was Mohammed für eine absolute Drecksau war. Sura 8, Vers 39, also Sura 8, Vers 3,9. Und kämpft gegen sie, bis es keine Verwirkung mehr gibt und bis die Religion gänzlich Allahs ist, also bis alle Moslems geworden sind oder sich unterworfen haben. Sprich, dich am Leben lasse hier. Zahlt Strafsteuer, Schuld, zahlt Schizia. Wenn sie jedoch aufhören, also sich nicht mehr widersetzen, angeblich Moslems verfolgen, beziehungsweise Widerstand leisten, so sieht Allah wohl, was sie tun. Ist klar, weil es wäre Unsinn, wenn Allah sagt, tötet sie trotzdem, aber wenn sie sich bereits ergeben haben und sind bereit, sich zu unterwerfen und
steht es ja zu bezahlen, weil das Prinzip ist ja bereits festgelegt. Also entweder gegen Lösegeld freigeben oder halt als Sklaven nehmen, also dass ich mit denen weitere Moslems zeuge. Wenn ich jemanden versklave, mit denen dann Sex habe, da entstehen neue Kinder, das wären ja automatisch dann Moslems. Oder ich lasse halt leben, um die Schutzsteuer zu bezahlen, dann wäre es ja Unsinn. Also wenn sie aufhören, sich zu widersetzen oder sich zu entziehen, wenn ich sie trotzdem noch weiter töte, ich will ja an denen irgendwo, wie sagt man, Geld verdienen, oder wenn ich sie als Sklaven nehme, ich will sie ja ausnutzen, ich will sie ja ausbeuten. Dann wäre es Unsinn, wenn dann trotzdem befohlen wird, bringt sie alle um, auch wenn sie sich bereits ergeben hätten. Ja, jetzt kommt wieder so ein geisteskranker Kampfruf hier. Moment. Geht klar los, will nur mal kurz an meine Zigarette ziehen. Sura 8, Vers 65. Sura 8, Vers 6, 5. O Prophet, sporne die Gläubigen zum Kampf an. Wenn es unter euch 20 Standhafte gibt, werden sie 200 besiegen. Und wenn es unter euch 100 gibt, werden sie 1000 von denen, die ungläubig sind, besiegen. Weil sie Leute sind, die nichts verstehen, also die anderen. Also im Grunde wird einem damit gesagt, nur wenn du an den Scheiß glaubst, bist du ja ein richtig fanatischer Moslem. Dann bist du auch bereit, wie jetzt 20 Mann würden 200 besiegen oder 100 Mann würden auch 1000 besiegen. Dann bist du auch bereit, weil du ja dann komplett fanatisch bist, also sprich Gehirn gewaschen, dass du dich ja mit einer absoluten Übermacht anlegst. Du kannst angeblich trotzdem besiegen, aber das wird ja in allen möglichen Religionen versprochen. Also ich sag mal, nur der Entschlossenste ist auch wirklich bereit, sich mit der Übermacht anzulegen, und möglicherweise hat er sogar Aussicht auf Erfolg. Ja, natürlich die anderen kleinen Kriegslisten, die in der Regel diejenigen, der eigentlich erstmal unterlegen erscheint, trotzdem besiegt hat, wäre natürlich dabei verschwiegen. Also es wird alles versucht, als ob es nur an der Religion am Glauben gelegen hätte. Also an der Entschlossenheit. Ja, und jetzt kommt halt dieser absolut hinterfotzige Text, also wo Moslems noch das schlechte Gewissen genommen wird beim Töten. Also Menschen, wenn sie andere Menschen umbringen. Sure 9, Vers 14, Sure 9, Vers 1, 4. Kämpft gegen sie. Allah wird sie durch eure Hände strafen, sie in Schande stürzen, euch zum Sieg über sie verhelfen und die Herzen von gläubigen Leuten heilen. Also, ihr müsst gar schlechtes Gewissen haben, nicht ihr habt sie getötet, Allah hat sie getötet. Also ihr seid nur Werkzeuge von Allah gewesen. Einerseits steht hier irgendwo später, ich habe es vorhin schon mal gehabt, wo ich mit Hitler gesprochen habe, hab vorgelesen, Allah hätte euch gar nicht gebraucht, oder er kann sich auch, wenn ihr nicht wollt, andere nehmen. Also hier, wer nicht mitmacht, hier steht es ja irgendwo noch, hier genau hier. Zwei danach. Und andererseits steht da, also ihr habt ja gar nicht das selber getan, also wenn ihr Leute in meinen Namen umgebracht habt, ich hab's ja getan, also ihr habt's ja, alle hat's ja getan. Ihr selber müsst ja kein schlechtes Gewissen haben. Und auch halt, dass er die Herzen von Gläubigen heilt. Also wer ein schlechtes Gewissen hat, kann jetzt nicht immer auf Allah berufen. Er braucht kein schlechtes Gewissen haben, also als Mensch, dass er einen anderen Menschen getötet hat. Da sieht man doch schon, wie geisteskrank die Scheiße hier sein muss. Jetzt halt der nächste, Sure 9, Vers 20, also Sure 9, Vers 2.0. Moment, Sure 9, Vers 2.0, also 20. Diejenigen, welche gläubig wurden und auswanderten und in Allahs Weg eiferten mit Glut und Blut, nahmen die höchste Stufe bei Allah ein. Und sie, oder beziehungsweise sie sind die Glückseligen. Diejenigen, welche gläubig wurden und auswanderten in Allahs Weg, eiferten mit Glut und Blut, mit Gut und Blut. Also wer wahrscheinlich bereit war, der Religion alles zu überlassen, also so ähnlich wie bei Sekten hier, vererbt mir deinen ganzen Besitz. Und Blut ist ja klar, also wenn du bereit warst, für mich zu sterben, du nimmst die höchste Stufe bei mir ein. Also schon ein bedenklicher Text, aber er geht noch. Also es gibt krassere Beispiele, habe ich ja eben jetzt schon welche genannt. Ja, jetzt kommt wieder so ein kranker Text, also hier Schriftgelehrte, also welchen die Schrift gegeben wird, also sprich Juden und Christen. Sure 9, Vers 29, Sure 9, Vers 29.
kämpft wieder jene von denen, welchen die Schrift gegeben wird, die nicht glauben an Allah und an den nächsten Tag und nicht verwehren, was Allah und sein Gesandter verwehrt haben und nicht bekennen das Bekenntnis der Wahrheit, bis sie den Tribut aus der Hand demütigt entrichten. Also kämpft immer weiter, bis sie sich unterwerfen. Also alle, die dich, ich sag mal, als Schriftreligion bezeichnet werden, also sprich Bibel und Juden und Christen, Bibel und Tora. Und erst wenn sie aufgeben, lasst von ihnen ab, oder wenn sie halt sich unterwerfen und den Tribut also die Schützer hier, die Schutzsteuer, die Strafsteuer bezahlen. Ja, das andere habe ich ja schon mal erwähnt, aber ich lese es nochmal vor. Also in normaler Sprache, also in meiner Sprache, nicht mit Hitler seinem Stimme verstellt. Sura 9, Vers 39, wenn ihr nicht zum Kampf auszieht, wird Allah euch mit schwerer Strafe belegen und ein anderes Volk an eure Stelle setzen. Sura 9, Vers 39, wenn ihr nicht zum Kampf auszieht, wird Allah euch mit schwerer Strafe belegen und ein anderes Volk an eure Stelle setzen. Also auch oben steht, nicht ihr habt sie getötet, Allah hat sie getötet. Also ihr müsst gar schlecht gewesen haben. Hier steht wieder, Allah braucht euch ja gar nicht. Allah hat ja zur Not irgendwann noch ein anderes Volk. Also wenn ihr das nicht bereit wärt zu tun. Jetzt wird er hier so ein Hassvers. Also eine Hassure, ein Hassvers. Sura 9, Vers 73, Sura 9, Vers 7,3. Du, O Prophet, kämpfe gegen die Ungläubigen und die Heuchler und sei streng gegen sie. Ihre Wohnung soll die Hölle sein. Also Auftrag angeblich von Allah an Mohammed, du, O Prophet. Also machen wir weiter, so nach dem Motto. Du handelst ja in meinem Namen, also im Grunde derselbe Scheiß, weil es auch Moslems angeredet wird. Nicht ich habe sie getötet, Allah hat sie getötet. Naja, und jetzt kommt halt der schlimmste Vers von allen, also hier 9-11, 9.11. September 2001, 9. September, 11. September 2001, also 11.09. Sura 9, Vers 111, Sura 9, Vers 111. Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz dafür erkauft, dass ihnen das Paradies oder der Paradiesgarten gehört. Sie kämpfen auf Allahs Weg und so töten sie und werden getötet. Das ist ein, also für Allah, für ihn bindendes Versprechen in Wahrheit in der Tora, dem Evangelium und dem Koran, also in allen drei Religionen, in allen drei Schriften. Also, dass Gott, wenn ihr bereit seid, für Gott zu töten und für Gott getötet zu werden, dass Gott natürlich euch nicht vergisst, also euch nicht ignoriert, euer Opfer, dass Gott euch dafür belohnt. Also er verspricht es ihnen damit. Das würden sie ja nicht machen. Das ist ja das Grausame hier, hat ja, wie gesagt, Michael Schlotzenberger auch darauf hingewiesen. Es ist keiner bereit, sich in ein Flugzeug reinzusetzen oder irgendwo sich einen Sprengstoffgürtel umzuschnallen, sich in die Luft zu jagen, wenn er nicht wüsste, Gott belohnt mich ja dafür. Also hier das Paradies, hier 72 Jungfrauen. So freut euch über das Kaufgeschäft, das ihr abgeschlossen habt, denn das ist der großartige Erfolg. Ja. Fragt man sich, welcher Gott A, der alles Leben erschaffen hat, habe ich ja auch schon mal erklärt, da muss irgendwo an Gott was nicht stimmen, also egal welcher Gott, wo sowas gefordert wird, also auch der Gott in der Tora, also hier im Alten Testament, also in der angeblich grausame, rachsüchtige Gott im Alten Testament. Welcher Gott, der alles Leben erschaffen hat, der alles Leben liebt, tut das eine Leben dazu anstiften, das andere Leben zu töten und belohnt es noch dafür oder erwartet es überhaupt oder freut sich darüber und verspricht sogar noch, also wenn ihr es macht, dann tötet anderes Leben, was ich, also wenn ich jetzt Gott wäre, selber erschaffen habe, belohne ich euch ja noch dafür. Also ihr habt es ja nicht, ich sag mal, als Verbrechen getan, also als Sünde, ich habe es ja so von euch gewollt. Es müsste schon mal irgendwo klar sein, dass es so einen Gott nicht geben kann, gerade so wie Gott einem verkauft wird. Also barmherzig, allwissend, hat alles Leben erschaffen, liebt alles Leben. Normaler Gott würde nie so eine Scheiße von seinen Kreaturen, die er erschaffen hat, verlangen. Also das eine soll das andere töten und er freut sich noch darüber. Das wäre absolut absurd. Warum hat er denn vorher alles Leben erschaffen, wenn er im Grunde das eine dem anderen er schätzt und überstellt, also dass das eine Leben höher wert, mehr wert ist als das andere und noch sich darüber freut, wenn das eine Leben das andere auslöscht. Also da kann irgendwas nicht hinein. Aber
So dumm können halt wirklich nur Gläubige sein. Also da mache ich keinen Unterschied zwischen Moslems und Christen oder anderen religiösen Fanatikern. Sure 9, Vers 123, Sure 9, Vers 1, 2, 3. O, die ihr glaubt, kämpft gegen diejenigen, die in eurer Nähe sind von den Ungläubigen. Sie sollen in euch Härte vorfinden und wisset, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist. Also Allah ist nur mit seines, ich sag mal, die ausschließlich an Allah glauben. Also das ist mit Gottesfürchtigen gemeint. Also Allah ist mit euch, ihr seid die einzigen echten Gottesfürchtigen. Und kämpft gegen diejenigen, die in eurer Nähe sind, also sprich alle anderen, alle, die von Moslems als Ungläubige betrachtet werden. Steht es ja auch deutlich da. Oh, die ihr glaubt, also Moslems, kämpft gegen diejenigen in eurer Nähe von den Ungläubigen. Die sollen in euch Härte vorfinden. Also warum Moslems dann wirklich fanatisch alles andere umbringen. Also total gehirngewaschen, total geisteskrank. Das kann man doch nicht anders sagen. Also wer kann so eine Scheiße überhaupt, was ich jetzt teilweise erläutert habe, er kann den ganzen Dreck noch dermaßen nachbeten und noch dermaßen von dem Rotz überzeugt sein. Da muss man bescheuert dumm wie Scheiße sein. Abgesehen davon an Mohammed und an so eine perverse Drecksau wie Mohammed zu glauben, dann auch hier so eine Scheiße zu glauben. Es kann nie im Leben ein Barmherziger, ein Gütiger, ein der Leben geschaffen hat und Leben schätzt, Gott von einem verlangen. Also das ist total geisteskrank. Egal, ob das Christen sind, die sowas früher bereit waren, teilweise tun. Also habe ich ja erklärt, hier im Mittelalter und so weiter, angebliche Ketzer. Die wurden genauso verfolgt und unbarmherzig gefoltert und grausam umgebracht. Oder angebliche Hexen oder angebliche Magier und so Mist. Also wie es halt teilweise im Alten Testament mal gefordert worden ist. Entweder liebt ein Gott sämtliches Leben, was er erschaffen hat und tut alles Leben wertschätzen. Oder es gibt keinen Gott. Ja, und jetzt halt der letzte Text, also der letzte Vers, die letzte Sure, der letzte Vers. Sure 47, Vers 4, Sure 4. Wenn ihr auf diejenigen, die ungläubig sind, im Kampf trefft, dann schlagt den Hals, also sprich Köpfen. Wenn ihr sich schließlich schwer niedergeschlagen habt, dann legt ihn Fesseln fest an. Also sprich, legt sie in Ketten, nicht nur einfache Stricke. Also kettet sie richtig an, dass sie nicht einfach einen Strick irgendwo, keine Ahnung, durchscheuern können oder durchschneiden können fliehen. Also tut sie sicher irgendwo fesseln, also sicher irgendwo anketten, dass sie nicht einfach so befreien können. Und dann, jetzt kommt halt die Scheiße, also sprich hier, wie kann man Geld verdienen, wie kann man Leute auf seine Seite ziehen. Dann lasst sie... Also ich verstehe, dass so einige von ihnen oder halt wirklich welche nur unter der Voraussetzung, die würden freiwillig konvertieren, freiwillig sich bekehren. Dann lasst sie frei als Wohltat oder gegen Lösegeld. Bis der Krieg seine Lasten ablegt. Also damit ist gemeint, bis der ganze Scheiß, um die erstmal umzubringen, um die erstmal zu unterdrücken, bezahlt worden ist, der ganze Aufwand, ist das wieder abbezahlt worden ist. Vom Lösegeld oder halt, wenn sie als Wohltat freigelassen wurden und dürfen am Leben bleiben, wenn sie konvertieren, Moslems wären, also wenn sie mir ohnehin ihren ganzen Besitz überlassen, also den sie vielleicht möglicherweise vor mir versteckt haben. Da muss man doch wirklich bescheuert sein, um das nicht zu erkennen. Also auch wenn es hier, wie sagt man, nicht so wie ich es gerade erklärt habe, da steht, aber es ist doch aus den Worten zu entnehmen, was damit gemeint ist. Ja, es kommt ja wieder so eine Überheblichkeit hier, also... Wo ich oben gemeint habe, es ist absurd. Und wenn Allah wollte, würde er sie wahrlich allein besiegen. Also da oben steht, nicht ihr habt sie getötet, so ungefähr, Allah hat sie ja getötet. Also Allah hat euch ja gebraucht als Werkzeug. Dann steht wieder da, wenn Allah, wenn ihr nicht mitmacht, also für Allah tötet, würde Allah sich genauso gut jemand anders suchen. Und hier steht, er braucht euch ja gar nicht. Wenn Allah es wollte, hätte er die auch alleine besiegen können. Ja, weil Allah halt ein verlobtes Schwein ist. Also wie es auch im Koran drin steht, Allah ist der größte Listenschmied. Also im Grunde war ja nicht Allah der größte Listenschmied, Allah ist ja nur erfunden, sondern Mohammed war der größte Listenschmied. Eine absolut geisteskranke Drecksau, aber das wissen wir ja. Er will aber damit die einen von euch durch die anderen prüfen. Also so nach dem Motto, Allah braucht euch nicht, er könnte auch ein anderes Volk nehmen, aber macht's ruhig, dann habt ihr bewiesen, dass er wirklich an Allah glaubt. Also er testet euch damit. Ja, und jetzt wird da so ein geisteskranker, menschenverachtender Text. Und diejenigen, die auf Allahs Weg getötet werden,
wird er ihre Werke nicht fehlgehen lassen. Also er wird es angeblich nicht vergessen. Also total kaputt eigentlich. Gut, wie groß ist denn die Aufnahme geworden? Jetzt habe ich ja ganz schön wieder Quatsch. Ja gut, also ich mache erstmal einen Stopp. Und dann werde ich aber nochmal das mit dem Video machen. Also hier das alles nochmal mit dem Koran überprüfen. Ich habe ja einen Koran gezeigt. Wo habe ich ihn? Ja. Ja. Ja, sieht man es wahrscheinlich nicht. Ja, deswegen hatte ich eben das Foto eingeblendet. Also hier, das waren die ganzen gefährlichen Stellen. Und wie gesagt, es gibt noch mehr. Das sind nur einige davon gewesen. Also die bekanntesten, die schlimmsten. Und ich werde es auch nochmal hier mit dem normalen Koran überprüfen. Also das habe ich mir nicht ausgedacht. Das hat keiner irgendwo, wie sagt man, sich erfunden. Das steht alles so eins zu eins im Koran drin. Das hat jetzt ganz schön angestrengt. Ich habe es ja jetzt zweimal sogar vorgelesen. Einmal wie Hitler gesprochen, einmal normal gesprochen. Habe es sogar nochmal erläutert und erklärt gleichzeitig. Also das Video ist schon ziemlich groß geworden. Ich mache erstmal eine Pause. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.